Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Und zwar Mittelerde Schatten des Krieges, der zweite Teil der Serie. Ich habe den ersten schon gespielt und geliebt und laut Presse soll der zweite noch besser sein. Deswegen kann ich es kaum erwarten und bevor ich jetzt zu lange laber, würde ich sagen, wir starten gleich ins Spiel und drücken Space. Es wird spannend, was bisher geschah. Wahrscheinlich noch Zusammenfassung aus dem ersten Teil. Ich halte aber ein bisschen die Klappe. Ich hatte einst eine Familie. Eine Frau. Die sind wunderschön. Und einen Sohn. Und ich begrub sie. Sie und jeden, der mir nahe war. Nein! Was ist mit mir passiert? Bin ich tot? Der Tod hat dich verstoßen. Hilflos treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Wir sind verbunden, Talion. Mein Leben und deines. Wer bist du, Geist? Ich formte die Geschichte Mittelerdes. Ich fertigte die Ringe der Macht. Celebrimbor, der größte Schmied des zweiten Zeitalters. Sauron täuschte dich und brachte dich dazu, die Ringe zu schmieden. Er hat dich und deinen Nächsten gefoltert. Vielleicht ist es dieser Schmerz, der uns verbindet. Ich hätte mit meiner Familie sterben sollen. Ich dachte, du wolltest Vergeltung. Doch es gibt nur einen Weg, den Kreis zu schließen. Sauron muss besiegt werden. Die Zeit ist reif für einen neuen Ring. Prolog, der neue Ring. Geht los! Vielleicht hätte ich die Musik ein bisschen lauter stellen sollen, aber ich glaube, das macht hier keinen Unterschied. Die Welt der Menschen. Sie erlischt. Ich habe es gesehen. Es gespürt. In den Feuern des Schicksalsberges schufen ein Waldläufer und ein Geist, im Tode vereint, das eine, das den dunklen Herrscher herausfordern könnte. Einen Ring der Macht. Doch Macht kann jene blenden, die sie begehren, und auch die stärksten Bande können brechen. Die Zukunft, die ich sah, darf niemals eintreten. Celebrimbor! Der Tod ruft erneut nach dir, Waldläufer. Wie lautet deine Antwort? Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Was ist, Liebste? Vergangenes ist vergangen. Es lässt sich nicht ändern. Wir müssen hier weg. Wir können gehen. Jetzt! Du kommst zu spät. Wir sind bereits tot. Nein! Der Geist ruft dich. Ich rufe dich. Geist! Wo bist du?
deinen Namen. Talion. Talion. Celebrimbor. Ha, sehr schön. Dürfen wir jetzt auch mal ran. Übrigens, entschuldigt für den Lautstärke-Regler. Normalerweise ist er immer hinterm Spiel. Ich weiß nicht, warum das jetzt anders ist. Vor allen Dingen da oben, seht ihr das? Oben rechts in der Ecke. Das ist für so ein hässliches, komisches, graues Viereck. Kriegt er auch so nicht weg. So, halte Shift, um zu schleichen. Wollen wir nochmal. Oh, das muss ich noch umlegen. Dim, 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 dim. So, der erste Ork wird schon mal dran glauben. Oh. Zack. Und tschüss. Oh, ich war im Drink. Ich muss leise sein. Ja, ist okay. Bin ja schon leise. Außer, dass ich die ganze Zeit rumlaber. Mal so eine Frage. Oh Gott. Oha. Alles klar, wo kommst du denn her? Tschüss. Alles klar. War ein kräftiger Trittkollege. Fliegt er einfach bis zur anderen Plattform. Nee, ist okay. So müssen wir hin. Da unten müssen wir hin. Ich würde sagen, auf geht's. Aber ich glaube, Schleichen hatte ich im ersten Teil auf einer anderen Taste. Hi, wie geht's? Hast mich nicht gesehen. Ah, alles gut. Wir spielen übrigens auf normal. Also auf normalem Schwierigkeitsgrad. Wenn ich nebenbei auch noch mit Kommentieren beschäftigt wird, wird's dann schwierig. So. Du gehst doch jetzt in die andere Richtung, ne? Ja, das machst du gut. Ja, ich weiß. Bin ja schon auf dem Weg. Stress mal nicht. So, tschüss. Hohen weg. Die haben Haare. Hatten die im letzten Teil auch Haare? So. Alles klar, Kamera. Was ist? Was ist denn mit der Kamera? Oh. Alles klar, Kollege. Was soll ich sagen? Ich habe nur gerade deinen Freund umgebracht. Kein Ding. Oh nein, was war nochmal sprinten? Hallo? Du sollst da. Ja, da. Danke. Da unten müssen wir hin. Oh, schaffen wir. Hä? Nee, was war sprinten? Oh Gott, was ist denn auf der Version hier sprinten? Wie kommen wir da am besten. Ah, ich weiß. Passt mal auf. Ja, hör auf, meinen Namen zu rufen. Ich hab's verstanden. Alter, ernsthaft? Also. Okay. Ich muss dringend die Sprint-Taste herausfinden. Aber es steuert sich noch wie im ersten Teil. Das ist. Also ich finde Schatten, also Mittelerde ist so eine Mischung aus Assassin's Creed und Rise, was ich ziemlich geil finde. So, hier sind keine Orks. Da unten läuft noch einiges rum. Da müssen wir hin. Ach, scheiß drauf. Alter. Ich brauche meine Sprint-Taste, ist ja furchtbar. So. Mir war neulich langweilig. Oh, tschüss. Hat keiner gemerkt. Außer der vielleicht. Und tschüss. Ah, hi. Und tschüss. Okay. Welche war das? Okay, er ist tot. Alles klar, welche Taste war das nochmal? Welche waren das? Verdammte Axt. Wenn das weitergeht. Ah. Shift? Ja, Shift war es. So, aber ich glaube, ich setze mal einen kurzen Cut. So, ihr habt nichts gemerkt, aber ich weiß jetzt, was meine Sprint-Taste ist. Lustigerweise Leertaste. So, keine Zwischensequenz.
So, bevor wir jetzt reingehen, kurze Warnung für alle Spinnenphobiker da draußen und Leute, die sich vor Spinnen ekeln. Gleich gibt es ein paar von den Viechern zu sehen, das sind auch keine Hausspinnen, das heißt, wer das überspringen möchte, kann einfach zu der Stelle springen, die hier unten angegeben ist. Und ja, für alle anderen geht es jetzt hier mit dem Video weiter und ich wünsche viel Spaß. Ah, jetzt sagt das mir, oh, immerhin. Ich weiß nicht, ob ich das so umlege, weil da steht immer so ein riesiger Text. Alles klar, alles klar. Okay. Leute, mit Spinnenphobie sollten die das Spiel vielleicht nicht spielen. Ah, ich weiß, was jetzt kommt. Oh ne, da habe ich jetzt irgendwie keine Lust drauf. Na, wo ist das Riesenvieh? Celebrimbor, was hat man dir nur angetan? Du hast uns warten lassen. Lass ihn frei! Eine Spinne lässt ihre Beute nicht gehen, Waldläufer. Nicht, bis sie etwas Wertvolleres im Austausch dafür erhält. Alles klar. Wir müssen gegen die kämpfen, ne? Ich habe dich nicht ohne Grund hergerufen. Okay. Du wirst ihn mir zurückgeben. Sofort! Du bist tapfer. Für einen Menschen. Doch es ist nicht dein Schwert, das ihn retten wird. Wie viel bist du bereit zu opfern? Zu lassen? Ich habe bereits alles aufgegeben. Noch nicht alles. Noch nicht. Du willst den Ring? Du könntest ihn mir für den Geist geben. Um dann neben ihm in deinem Netz zu erwachen? Ich bin Kankra und ich halte mich an mein Wort. Ich würde ihn auch nicht hergeben. Warte! Tan! Nein! Ich halte das auch für eine blöde Idee. Nur so nebenbei. Hier hast du ihn. Ups. Ich bin beeindruckt, Waldläufer. Er muss dir viel bedeuten. Hol deine Marionette, bevor sie stirbt. Ihre Macht war bereits groß, aber nun besitzt sie auch noch die meine. Ich gab meine Lebenskraft für diesen Ring. Dann müssen wir ihn zurückholen. Kanka! Den du suchst, ist nicht hier. Der Ring ist verloren. Nun geh nach Minas Ithil und zu den Armeen des dunklen Herrschers. Suche den Palantir. Sauron wird nicht einhalten, bis ganz Mittelerde in seiner Gewalt ist. Der Palantir muss geschützt werden.
Okay. Minas Ithil. Ich muss wissen, ob Kankras Vision wahr ist. Hä? Ja, logisch. War das nicht schon vorher zerstört? Na okay, gucken wir einfach mal, ne? Kommt jetzt noch was? Irgendwie Zwischensequenz? Ja, die Belagerung. Achso, nee, das ist Minas Ithil. Oh, ups. Ja. Ist gar nicht die. Ist gar nicht Mordor. Mal eben schnell verwechselt. Die Spinne sprach die Wahrheit. Gondors letzte Festung in Mordor darf nicht fallen. Würde aber mal sagen, sieht schlecht aus. Aber bin kein Feldherr. Ich nehme an, jetzt werden wir in das Belagerungssystem eingeführt. Aber es ist nur so eine Vermutung. Oh. Mittelerde, Schall des Krieges, herzlich willkommen. Jetzt geht's endlich los, nach 20 Minuten. Egal. Aber waren coole Zwischensequenzen. Der Palantir hat oberste Priorität. Wir müssen ihn finden, bevor er Sauron in die Hände fällt. Mit ihm sind seine Armeen unaufhaltbar. Das Schicksal der Stadt ist egal. Ich werde nicht zulassen, dass sie abgeschlachtet werden, wie meine Brüder am Schwarzen Tor. Daddy das Palandi. Wir müssen etwas tun. Die Hauptmänner auszuschalten, sollte den Gondoranern Zeit verschaffen. Und sie könnten uns zum Palantir führen. Finden wir einen Wurm und verhören wir ihn. Sehr schön. Aber die hat uns jetzt erst unseren Ring gezockt und dann nach dem ja, komm, verpisst euch. Danke für den Ring und tschüss. Das fand ich jetzt schon ein bisschen unnett. Ja, ja, ist ja gut. Sein Geist ist schwach. Ja, steckt das Schwert weg. Wir wollen nicht umbringen. Übrigens, ne? Man sieht so Assassin's Creed. Man könnte meinen, dass es von denselben Machern ist, es aber gar nicht. Dass man sich so ein Büsche verstecken kann und so. Palantir. Was weiß ich schon von sehenden Steinen? Moment, wer führt die Suche nach dem Palantir? Das Palantir? Oh, guck mal, ein Palantir. Nein, es ist ein Kartoffeltier. Ungefähr Hauptnein, ja. Ich weiß, wie das funktioniert. Das sind Saurons Hauptmänner, die Anführer der Belagerung. Das Verhör von Würmern gewährt dir Informationen. Drücke Space, um Informationen über diesen Hauptmann zu erhalten. Dann nehme ich wohl mal den. Das haben sie auch überarbeitet, das System, ne? Durch Informationen über Hauptmänner erfährst du ihre Schwächen, wodurch du ihre Schwachpunkte ausnutzen und mit der Macht des Geistes ihre Ängste verstärken kannst. Sehr schön. Dieser Hauptmann ist ein Kommandant, was bedeutet, dass er immer von ein paar Fußsoldaten umgeben ist. Drücke Space zum Markieren. Achso, drücke Space zum Markieren des Ziels. Alles klar. Wunderbar. Und tschüss. Der Hauptmann, der den Suchtrupp führt, ist in der Unterstadt. Dann wird er nicht weit kommen. Ja, jugendfrei. Ich glaube, ich muss noch ein Disclaimer. Ich glaube, ich habe am Anfang einen Disclaimer reingehauen. Müsste ich zumindest. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Aber das war jetzt der Einstand in dieses wunderschöne Spiel. Und ich würde sagen, es gibt gleich noch eine zweite Folge. Die kommen ein paar Stunden später, aber für die erste soll es das gewesen sein. Ich will die jetzt auch nicht so überlang machen. Und bevor wir uns jetzt wirklich in das Spiel stürzen und den ersten Hauptmann plätten, mache ich eine Pause. Wie gesagt, heute gibt es zwei Folgen. Und ansonsten, ja, mal gucken, so jeden zweiten Tag oder jeden Tag. Mal gucken, wie sich das so äußert. Haben wir schon? Nee, haben wir nicht. Wollte gerade gucken, ob wir schon einen Pfeil und Bogen haben. Naja, aber damit würde ich sagen, was das für die erste Folge. Ihr könnt ja mal schreiben, wie es euch gefallen hat. Das werde ich auf jeden Fall noch weiterführen, das Let's Play. Die Serie, denn oh, ich freue mich, Mittelerde, eins der besten Spiele, die ich je gespielt habe, muss ich wirklich sagen. Und ja, ich würde sagen, wie gesagt, ihr könnt ja mal eure Meinung zu dem Spiel, zu diesem Video in die Kommentare schreiben und ich muss aufpassen, dass ich nicht gleich von dem Orkblatt gemacht werde. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich würde mich wie immer natürlich bei Likes freuen, gerade bei einem so neuen Projekt wie dem hier. Und ja, wir sehen uns dann in ein paar Stunden im nächsten Video. Bis denn.